Der hat eben gerade gegessen, als ich das hier vorne gemacht habe. Deswegen mache ich das nochmal rückgängig und baue das wieder so hin, wie es war. Weil das vielversprechend aussah, ne? Also mache ich nochmal weg. Ja, ja, Schweinchen, beruhig dich. Oh, ich bin überladen. Da schmeiße ich mal hier den... das Steinding weg. Aha! So geht's. Warum auch immer. Er jetzt was gegessen hat. Weil er genug Platz hat? Nee. Weil er sich drehen kann, vielleicht? Ist das das Problem? Dass sie sich hier nicht umdrehen können? Damit für sich First Person, oder? Gibt's First Person überhaupt? Nee, ne? Weil jetzt sind die Himbeeren nämlich in the way. Also, das Wildschwein ist im Weg. Deswegen kann ich die gerade nicht erreichen. So. Liebt mich. Muss ich das machen? Und dann isst er die Himbeeren? Ich warte mal kurz. Nee. Hat immer noch keinen Einfluss. Oh! Ach, verdammt, es tut mir leid. Einen Moment. Hätte ich wieder dran denken sollen. So, die Himbeeren nehme ich nochmal auf. Es ist, glaube ich, wichtig, wo ich sie hinschmeiße, ganz einfach. Wo auch immer das sein soll. Ich schnall's nicht, was das soll. Bin ich early? Keine Ahnung. Kannst du dich hier mal bitte verziehen? Mann, bist im Weg. Ja, so. Zack. Und zack. Ich probiere es nochmal auf die Art. Und mach doch nochmal dieses Dach hier weg. So wie wir das gerade hatten. So. Und so. Und probier's nochmal. So, wenn das jetzt nicht perfekt liegt, weiß ich auch nicht. Komm, iss. Bitte iss. Zu weit weg, ne? Aber das liegt perfekt in der Mitte. Verdammt, das hält auch immer gleich. So. So aber. Ja. Komm, das liegt perfekt für dich. Iss. Ja, das finde ich echt schade, dass das nicht so klappt, wie ich das will. Ich verstehe aber nicht, warum. Wenn ich den auch abreiß, machst du es dann? Alter, und da ist schon wieder alles voll. Er will es einfach nicht fressen. Verdammt nochmal. Ich probiere mal was anderes, wenn ich sage, her damit und mache so und so. Zack. Und zack. Reiße den hier unten ab.
Dann kann ich das ja nämlich einfach hier reinschmeißen. Nein, das ist nicht weit vorne genug. Einen Moment. Das haben wir gleich. So. So, jetzt liegen die Himbeeren direkt vor ihm. Ohne dass er ein Hindernis hat. Und er ist es trotzdem nicht. Aber er bewegt sich jetzt immerhin. Moment. Ich probiere es nochmal hinzuschmeißen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie... Ah, warte mal. Ne, so nach dem Motto. Das wäre auch geil, wenn das ginge. Moment, vorsichtig hier rauf jumpen. So. Und so. Und da dann dran. Das hier mache ich mal weg. Da kommt er ja sowieso nicht durch. Und dann können wir das hier nämlich so komplettieren. So, dann haben wir eine Art Krippe. Und da schmeiße ich jetzt die Beeren rein. Komm schon, Alter. Da liegen sie nämlich direkt bei ihm. Er will sie einfach nicht fressen. Er hat einfach keinen Bock drauf, sie zu fressen. Verstehe einer, was das soll. Oh oh. Oh, das war vielleicht keine gute Idee. Es kracht ja alles ein. So. Und so. Und hier dran. Mann, warum macht er das denn nicht? Das finde ich echt scheiße. Weil er macht es doch auch. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Die haben doch genau die gleichen Bedingungen. Und genau das gleiche Ding. Er kann sich frei bewegen. Diese Himbeeren counten nicht als verzehrbereit. Wenn ich das hier mal wegmache, dann vielleicht. Da ist es dann natürlich verängstigt. Nochmal so. Halt. Wohl, das war eigentlich gut. So. Ja, nee, das geht nicht mehr, ne? Na egal, dann lasse ich's. Zahm und hungrig. Wow. Ja, ich weiß es nicht. Das ist doch doof. Ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich es geschnallt habe. Aber habe ich gar nichts verstanden. Nichts habe ich geschnallt. So. Sind die runtergefallen? Ja, ne? Liegen die jetzt da unten? Oh, Mann. Okay, okay. Ich gehe runter, hol die Himbeeren, pack sie nochmal nach oben. Ich will eigentlich, dass er nur eine einzige Himbeere isst. Damit wenigstens mal ein bisschen produziert wird. Also ein bisschen Schwein, aber irgendwie wird gar nichts produziert. So, hier sind die Himbeeren. Hier ist Holz runtergefallen. Hier ist der ganze Stuff. Was auch nie weniger wird. Oh oh.
trotzdem gewonnen. Krass. Hm. Doof. Doof und ärgerlich. Ich habe auch gesagt, dass ich mir nochmal ein Video dazu reinziehe. Habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe die Lösung. Und bei dem einen Schwein hat das eben gerade auch funktioniert. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, warum der jetzt gerade gefressen hat. Und warum der frisst. Da, er frisst auch immer weiter. Aber der hier nicht. Das hier mache ich nochmal weg. Achso, kein Platz im Inventar. Ja, toll. Sehr gut. Oh, den wollte ich. Ich probiere nochmal was anderes. Er ist jetzt gerade sauer. Natürlich ist er das. Deswegen muss ich hier nochmal absichern, damit er nicht wegläuft. Nehmen ein großes Ding. Schiebe den hier hin. So. So. Ich schmeiß das hier nochmal gegen, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Aber wird es nicht, ne? Ich verstehe es nicht. Ehrlich nicht. Aber gut, wie dem auch sei. Ich lasse das hier jetzt erstmal so, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist. Wird sich nichts dran rütteln. So, wir schleppen uns nach unten. Bevor wir uns schlafen legen. Dieser übelste Schweiß, der jedes Mal rausfließt, was soll denn das? ja, schon wieder so viel Stuff, ey. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Harz, Augen, das kennen wir ja mittlerweile. Trophies, zack, zack, zack. Ah, Tür. Oh, süß. Wie diese kleinen Echsen. Boss spawn hier. Zack. Und wir legen uns schlafen. So kommen wir natürlich auch an unser Wildschweinfleisch, weil die spawnen jetzt alle und unsere Wölfe kümmern uns um die. Kümmern sich um die. So, wir gehen mal pennen. Flauschi ist auch am Start. Und Schnuffi auch. So. Sehr gut. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal an die Feldarbeit. Denn da habe ich heute was ganz Besonderes vor. Was mir schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln brennt. Die beiden Sachen nehmen wir mit. Und des Weiteren repariere ich nochmal alles. Gut. Und durch Felder. Das müsste schon reif sein. Zack. Und wir ernten. Hier, bevor wir einpflanzen, obwohl eigentlich kann man das so lassen. Ich habe gedacht, dass wir das hier ein bisschen begradigen, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es überhaupt nicht notwendig, weil so viel Platz zum Anbauen brauchen wir nicht mehr und so nervig ist es eigentlich doch nicht. Ich glaube, ich lasse es doch so. Ne, ich hatte überlegt, dass wir das hier alles, das hier anheben. Auf die Höhe von dem und das da unten absenken, auch auf die Höhe, sodass das alles flach ist. Also, wie sagt man? In Waage. Im Lot. Ne? Aber
Eigentlich ist es überhaupt nicht notwendig, wenn ich so drüber nachdenke. Ich lasse es so. Was wir aber tun werden, ist unsere Mülle befüllen. Warum kommt denn hier kein Wind? Ist gerade Windstill oder was? Habe ich ja noch nie erlebt. Okay, wie auch immer. Wir nehmen unseren Pflug und bauen wieder ein bisschen Gerste an. So. Ich habe das Gefühl auch, dass man Gerste ein bisschen dichter anbauen kann als die anderen Sachen. Ohne dass sie kaputt geht, ne? Weil die Pflanzen brauchen eigentlich immer einen gewissen Abstand. Also wenn ich sowieso direkt daneben baue, sind beide kaputt. Ne? Und dann war das sozusagen wasted. Aber, wie man sieht, man kann die recht dicht aneinander bauen, obwohl es geht, ne? Ich glaube, eine normale Pflanze, hier so eine Samenpflanze oder eine Rübe, die kann man ähnlich dicht aneinander bauen. Das sieht einfach nur so aus, weil Getreide so eine große Textur hat, ne? Weiß ich nicht. So. Aber dann überlege ich, was wir stattdessen machen. Verdammt, ich habe jetzt echt gedacht, dass das mit den Schweinen klappt. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen offen. Wir müssen die Lochse holen. Wenn die jetzt mittlerweile mal uns gehören, müssten sie aber eigentlich, ne? Die waren jetzt so lange da hinten. Oder müssen wir da in dem Bereich sein? Ich weiß es nicht. Können wir gleich mal nachsehen. Die sind gut ausgerüstet. Naja. Dann nochmal hin, bitte. Und ansonsten haben wir noch Biome abzuklappern. Fenri müssen wir nochmal ein paar Höhlen finden. Hatten wir ja jetzt aber schon gemacht. Wir müssen außerdem im Sumpf farmen. Hier Blutsäcke und was war das noch? Hatte ich mir aufgeschrieben. Blutsäcke, Disteln und Glibber. Ach ja, oh nein. Glibber. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Diese Glibberbäume sind so schwer zu harvesten. Oder gibt es da auch einen Trick, den ich nur nicht kenne? Ich wünschte, die könnte man einfach fällen. Aber kann man leider nicht. Stattdessen muss man sich da immer übelst umständlich hochbauen zu diesen grünen Kügelchen und die mit der Spitzhacke abbauen. Bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber gut, was soll's. Wir haben auch ansonsten noch Edelholz. Da brauchen wir richtig, richtig, richtig viel von. Also ungefähr so viel, wie wir Holz haben. Na, so viel vielleicht auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall ordentlich. So. Kurz recken. Einmal noch voll und das sollte es dann gewesen sein. Da hast du dich, ne? Da sieht man es, die so bräunlich sind. Die sind nichts geworden. Da waren wir zu greedy mit unserem Platz. So. Hier noch. Und da noch. Und diese da noch. So. Sehr gut. So sollte das noch gehen, ne? Gesund, gesund. Ich glaube, ja. So, und die Mühle hier hat ein Mehl mittlerweile verarbeitet. Okay. Dann fülle ich eine Gerste nach und wir sind fertig mit der Gartenarbeit. Oha, was ist denn hier los? Das ist ja nicht mal Nebel. Krass. Wir schmeißen unseren Stuff in die Truhen. Oh oh, wir haben zu viel Mehl, ne? Da müssen wir wohl wieder etwas backen gehen. Korn. Entschuldigung, da muss ich kurz husten. Und wir müssen noch was begrünen. Fällt mir gerade ein. Federn waren hier. Und Mehl schmeiße ich einfach mal erstmal davor. Und dann möchte ich nämlich mal kurz... Wir haben alles, was wir dafür brauchen, ne? Ja. Möchte ich mal kurz zu dem
Nee, 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 nee. 10 Holz nehme ich mit und ein Stack Steine. Weil wir müssen ja noch das Loch wieder füllen. 10 Holz. Und ein Stack Steine. So. Perfekt. Und durch den Eingang.